euch da ein bisschen entscheiden lassen könnt. Wollt ihr bessere Let's Play, wollt ihr gute Let's Plays, wollt ihr es weiter so haben oder wollt ihr es schlecht haben? Aber momentan ist die Motivation recht gut, auch wenn ich nicht verdiene. Aber es kann sich schnell ändern. Dann wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn ihr den Adblocker ausschaltet bei meinen Videos. Und dann nicht vergessen, neu zu laden das Video, damit ich überhaupt den am besten schon vor dem Video schauen, den Adblocker ausstellen. Es ist wirklich kein Problem. Die Videos sind wirklich, die Werbung vor den Videos sind wirklich kurz und nicht störend oder so, nicht mehr störend. Da lohnt sich schon ein bisschen den Adblocker auszustellen. Ihr müsst ja die Werbung nicht achten. Ihr müsst ja die Werbung gar nicht achten. Also, das ist doch kein Problem für euch. Und ich sehe, es wäre wär die Werbung schadet, wäre nicht. Also ich kann es nicht sagen, wer es genau ist, aber ich sehe es, ob ihr es wollt oder ob ihr es nicht wollt. Und jeder ist da wichtig, auch ihr. Ich bin noch ganz harmlos im Werbung machen und so. Zum Beispiel bei Kev, der hat so eklige, grässliche Werbung angeschaltet, damit er noch mehr verdienen kann und so. Das ist dann schon ein bisschen gemein. Aber bei mir, ich lasse die Werbung so, wie sie ist. Und wenn es geht, mache ich es sogar noch weniger, also nicht so nervend, nicht so lang und so. Aber da kann ich jetzt nichts machen. Da brauche ich wahrscheinlich einen Sponsor oder so. Das weiß ich nicht, wie es geht. Ich will es ja auch nicht machen, also ich will keine extra lange Werbung oder so. Vor allem, ich bin Schweiz, was soll ich mit deutscher Werbung machen? Das geht ja nicht. Ich kann ja zum Beispiel U2 Internet gar nicht haben. Ich kann es nicht haben, ich bin Schweizer. Ich kann es schon besitzen, aber es wird gar kein Internet angeschlossen. Also die Verbindung bleibt gar nicht. Oder wird gar nicht da sein. Ja, also was soll ich mit deutscher Werbung? Also bitteschön. Wir sind ein freies Land, wir machen nicht an jeder Ecke Werbung und so. Darum sind wir auch ein bisschen weniger gewöhnt. Und ja, ein bisschen allergisch auf Werbung. Das merkt man schon viel, dass wir Schweizer lieber Geld auf andere Weise verdienen. Zum Beispiel durch Tourismus oder so. Oder eben durch etwas gut machen. Es ist klar, dass man kein Geld verdient, wenn man etwas schlecht macht. Und so schwer ist es auch nicht, etwas Gutes zu machen. Da braucht man keine extra Geld durch Werbungen, die Leute nur vertreiben und so. Ja, das ist der Unterschied und das lernt niemand. Solange es niemand sagt, oder? Manche Menschen sind einfach nur strikt. Das will ich und das mache ich. Das ist negativ. Tja. Ich passe mich euch an, ich mache viel für euch. Und ja. Aber damit ich auch etwas von euch sehen. Weil
der Werbung folgen, so was ungespielt und LPM mit Kev oder Zeroni KD und so, diese Werbung, die die machen, denen folgen kann jeder. Das ist klar. Durch Werbung kann jeder folgen. Aber das ist es ja nicht. Die verdienen es nicht. Die. Ja, die brauchen das nicht. Also, lieber denen folgen, die was können. Oder was freiheitlich machen, wie bei mir. Was hat. Welche Kommentare hat Ungespielt zum Beispiel schon beantwortet? Er beantwortet gar keine Kommentare mehr. Ich würde das auch mit einer Milliarde Abonnenten noch machen. Auch wenn ich nicht alle antworten kann. Immerhin mache ich es dann noch. Aber eben, das ist ein Wunschdenken. Heutzutage macht man nur noch alles durch Werbung. Und das sollte so schnell wie möglich mal ein bisschen bekämpft werden. Bärenjunges. Okay. Uns gehen langsam die Quests aus. Ich weiß nicht, ob wir in der neuen Dorf, das dort unten ist, noch ein paar Quests haben. Sonst müssen wir halt ein bisschen leveln. Ich wette, der Erfahrungsbonus fürs Alcius ist gekommen, weil ich so extrem nachgestänkert habe. Ich wette, das ist so. Weil es war ja niemand mehr online. Aber ich brauch's ja nicht mehr, also. Können dieses Getrost wieder abstellen, wenn sie es wollen. Ich mache sehr viel Werbung für die, obwohl ich es nicht will, dass ich Werbung mache. Also sollten sie eigentlich stolz auf mich sein, aber das sind sie nicht. Sie ignorieren es getrost. Und das ist ein schlechtes Zeichen, das heißt, sie wollen keinen Fortschritt, nix. Warum bin ich schnell? Ha, ist ja mal genial. Ich bin immer noch nicht Level 7. Schade. So, wir gehen kurz zurück ins Dorf, ich muss nur eine Pause machen und danach geht's gleich weiter. Jo. Meinen Hals mal ein bisschen lockern. Ich bin jetzt wirklich wie einer, der das Genick gebrochen hat und jetzt in so einem Gestell drin ist. Aha. Das ist schrecklich. Sehr schrecklich. Oh, wir haben einen guten Stab. Ja, dann nehmen wir den. Das ist ganz klar. Haben wir hier eigentlich eine Angriffsgeschwindigkeit? Mittel, okay. Aber langsam ist nicht viel schlecht. Jetzt haben wir einen schönen neuen Stab. Nicht schlecht. So, kurz Quest abgeben. Tötet vier junge Wolf müssen wir noch machen. Okay, also kurzen Moment. So, weiter geht's. Ja. Mir geht es leicht besser. Ich habe ein bisschen den Hals umgedreht, egal ob es weh tat oder nicht, bis es wieder ein bisschen lockerer war. Das tut zwar am Anfang weh, aber dann tut es gut. Und One Hit. Ne? Blödes Tier. Ich mag dich nicht. Zielsuchende Ding. Geschoss.
wir müssen nicht Wolf Junges, wir müssen junger Wolf töten. Toll. So ist richtig. Also, wir haben noch genug zum Tragen. Wir schauen kurz dort hinten. Früher gab es hier eine Quest. Die führte von diesem Haus da, dort runter und dann wieder zurück. Oder man musste irgendwas töten, glaube ich. Ich glaube, diese Wespen da. Und dann wieder zurück. Wahrscheinlich war sie zu schlecht. Das ist zu kurz. Also gehen wir mal zu den jungen Wölfen. Ah ja, wir sollten uns eigentlich maskieren. Okay, machen wir nach den jungen Wölfen.